Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Origins. Wir befinden uns auf der Baustelle am Aquädukt bei, ich habe direkt vergessen, über den Urlaub, wie die Stadt heißt. Wir werden mal Senu rufen, würde ich sagen, denn dem Architekten hier, Vitruvius, ist sein Vermessungswerkzeug abhanden gekommen und wir sollen jetzt mal ein paar Arbeiter befragen, wo es denn sein könnte, bevor hier die Sivaner zum Sündenbock erklärt werden. Die Römer sind sehr ungehalten. Das Militär will hier hart durchgreifen und der Architekt, das ist ein netter Mensch, der beschützt sie im Moment. So, da drüben ist der Arbeiter, zu dem wir wollen. Hier haben wir einen kleinen Schatz. Den können wir uns ja unterwegs mal mitnehmen, hoffe ich. So, schauen wir einfach mal. Läuft sich ganz schick hier. Upsi. Gibt es da eigentlich irgendwas zum Plündern oder so? Nee, ne? Das ist eine Baustelle. Können wir höchstens ein bisschen Aluminium oder Kupfer klauen oder sowas. Ups, hier geht's nach oben. Eigentlich wollte ich ja nach unten. Kann ich mich hier irgendwie geschickt fallen lassen? Oh, wow, Bayek. Das war schon mal ziemlich gut. Are you dead? Hey, this fiery coach! I did not take it. Please, do not kill me. Daddy, wait! Jetzt rennt er hier weg. Und wir sollen ihn einfangen, oder was? Ach, von da kommen wir doch gerade. Das ist doch jetzt akut sinnlos. Was auch immer der Mann hier vorhat. Wo ist denn der? Unter uns. Na, scheiße, hätte ich direkt da unten bleiben können. Ja, gut gemacht, Bayek. Hat mir sehr gut gefallen. Na komm schon, hoch mit dir, Junge. Wie ist so denn runter? So, Junge, Sackgasse. Und nu? Calm down. I won't hurt you. Just tell me where the Dioptra is. It was lunchtime, and my wife bought me a fresh roasted chicken leg for lunch. Which was nice, as it has been an eon since I had... Sounds delicious, but get to the part about the master's tool. Your lunch won't solve this crime. Oh, I see. Well, I left the Dioptra in the cave. And when I came back, it was gone. Scrabbled away by wolves, spirits, or worse. What does this Dioptra look like? Like a brazier, made of three parts. A bit you see through, a bit you measure with. I will find it. Just try not to die of fright before then. Okay. Gut. Please find the Dioptra. My head is so much better attached to my shoulders. Ja, glaube ich direkt. So, eigentlich wollte ich ja hier Schätze klauen, aber die Höhlen liegen natürlich wieder direkt in der anderen Richtung. Und ja, wie ich mir dachte, es ist dreigeteilt und wir müssen alle drei Teile an unterschiedlichen Orten finden, wie es aussieht. Hier in dieser Höhle. Okay, wir sollen direkt Senu rufen. Oha, da hinten haben wir noch ein paar schöne Ruinen. Was haben wir denn hier sonst noch so? Da ist irgendein geheimer Zugang, Stufe 35. Irgendwas Hauptmann, Räuber. Ja, wahrscheinlich wird es da Räuber geben oder sowas. Ah, hier haben wir noch so einen Eingang. Alles klar. Da haben wir irgendein... Oh. Da sollte ich mich mal umsehen. Haben wir irgendeinen Löwenbau oder sowas? Hier haben wir noch einen kleinen Schatz. Okay, alles klar. Da sind wir. Kann ein Spaß werden. Also wir könnten auch versuchen, uns von oben reinzuschleichen tatsächlich. Aber... Achso, hier ist ein Arbeiter. Ja, das sagst du. So, da oben haben wir schon den ersten dicken Brocken. Achso, der ist aber noch hinter einer Wand auf und ist schön hier mit dem Wasserfall. Gefällt mir spontan.
Hier gab es noch irgendwas zu holen. Unwichtig. Ah, und wir kämpfen mit dem Flammenschwert von Dingsbums, wie auch immer unser Freund hieß. Ja, und hier wird es jetzt ein bisschen kribbelig, wahrscheinlich. Ich müsste hier eigentlich noch ein bisschen höher. Ich habe hier ein bisschen durch den Wasserfall. Auch wenn es sehr dunkel ist. Hier geht's hoch. Da sind zwei Typen, die können wir wahrscheinlich relativ gut ausschalten. Mal gucken. Ja, hier guckt sonst niemand. Die sitzen mit dem Rücken zu uns. Bandit Den. At least we know it was not spirits that stole. Aber ich wollte einen Kettenattentat machen. Das hat spontan überhaupt nicht funktioniert. Abandoned then. But at least we know it was not spirits that stole the tool. Ja, das ist ja auch schon mal was wert. Da freue ich mich direkt. So, hier können wir uns noch ein paar Pfeile klauen. Hier einen wunderschönen Busch. Oha. Okay, so wird das nix. Das sieht schon eher nach was aus. Was ist denn der Typ, der hier vorne war? Geht's noch richtig weit weiter oder wie? Ja, wo ist denn der hingerannt? Da. Habe ich es mir auch gedacht. Alles mit auf jeden Fall. Da hinten haben wir eine Schriftrolle. Hier dürfte schon das erste Teil liegen. Oder? Nee. Das ist nur der Typ, den ich erschossen habe. Da draußen um den Typen kümmern wir uns gleich. Was haben wir hier Schönes? This place is ancient, a sacred site long before the Romans or Bandits came. Okay, gut zu wissen. This place is ancient, a sacred site long before the Romans or Bandits came. So, hier haben wir ein Erkundungsgebiet, ja. Piece of the Dioptra. Ach, wir haben es schon. Ah, okay. Hier ist der Schatz, der erste. Wohnstoffkristall, ganz wichtig. Ich weiß zwar immer noch nicht, also für, ich glaube, für die höchsten Upgrades brauchen wir es irgendwie. Aber ansonsten, man findet so viel davon hier, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass es dafür noch eine andere Verwendung geben muss. Außer Ausrüstungs-Upgrades. Da haben wir ein schönes Doppelschwert bekommen. So, den Hauptmann haben wir schon mal ausgeschaltet.
Dann geht es jetzt weiter durch diese wunderbare Höhle. So, von da unten sind wir gekommen, ne? Hier haben wir, glaube ich, genau die beiden Typen erledigt. Und dann gehen wir jetzt einfach hier nach hinten weiter in die Höhle. Gibt es hier irgendwelche Späher in erhöhter Position? Ich sehe keinen, da ist ein Gefesselter am Baum. Der kämpft dagegen irgendwas. Keine Ahnung, was da vor sich geht. Aber wir werden das... Ah, ein Panther. Nutzen, um uns hier ein bisschen anzuschleichen. Ja. Genau das denke ich tatsächlich. Oh, ein Kriegsbogen, okay. Den Panther hat er uns ja auch klar gemacht. Das finde ich sehr anständig von ihm. So, der hat keine Ahnung, wo wir sind. Das finde ich schon mal sehr gut. Leider ist er nicht direkt neben irgendeinem brennbaren Punkt gegangen. Oh, jetzt weiß er, wo wir sind. Alles klar. Ups. Da ist er stehen geblieben. War ein Fehler. Keiner, den er korrigieren konnte. Schon die nächste Wache angerannt. Und hier gibt es keine Büsche. So, da drüben sollen wir noch ein paar Zivilisten helfen. Ups. Hallöchen. Und plötzlich brennt es hier. Das war natürlich so nicht beabsichtigt. Verbrennen jetzt die Zivilisten hier mit? Ja. Sorry. Flammenwaffen haben auch Nachteile, wie es aussieht. This messenger was tortured by the bandits. An meine einzigwahre Liebe. Liebste, ich denke jede Minute an dich und wünschte, ich wäre auf unserem Imkerhof und in deinen Armen. Seka hat die anderen Steinbrucharbeiter wahnsinnig gemacht mit seinem Gerede. Er ist entschlossen zu rebellieren und nichts, was ich sage, kann ihn umstimmen. Ich habe Angst um uns. Die Römer werden mit brutaler Gewalt antworten. Vielleicht kann das Andenken an Ägypten, das Ankh, das ich mir in die Haut gebrannt habe, mich beschützen. Ich wünschte, ich könnte dir den Hochzeitsarmreif schicken, den ich gemacht habe. Doch ich traue dem Boten nicht. Leider schon. Habt ihr in Merope. Lovers torn apart by oppression.
reminds me of Iron myself. Poor Hapti. I should look into this. He could be in trouble. He should be easy to find with a tattoo. Okay. Können wir gleich mal machen. Vorher verhindern wir aber, dass wir hier vielleicht entdeckt werden. Dann schauen wir uns die Quest mal an. Die Freiheit nehmen. Wo ist das? Im Steinbruch. Ah, okay. Nicht, dass wir dann aber nochmal hierher müssen. Das wäre dann unnötige Laufarbeit. Part of the missing surveying tool. Ja, perfekt. So, den einigen Zivilisten helfen wir dann nachher noch. Ja, wenn wir die restlichen Banditen hier erledigt haben, würde ich sagen. Vorher dürfte das Ganze relativ sinnlos sein. So, die schlafen hier so ein bisschen. Da sind Pferde. Oh, da steht einer. Da schläft einer links von mir. Da steht noch einer. So, der hinten hat noch gar nichts mitbekommen. Ziemlich gut. Ach du Scheiße. Oh, ich werde von irgendwo geschossen, Das ist eher ungünstig für meine Gesundheit. Okay. Das hätten wir also auch geregelt hier. Das war... Ja, da waren dann plötzlich viel mehr Leute, als mir lieb war. Die hatte ich nicht alle auf dem Schirm. Also so überhaupt nicht, meine ich. So, hier oben gibt es Büsche, deswegen krabbel ich mal gerade hier hoch. Aber ich muss euch verkünden, ich sehe hier niemanden. Da drin gibt es halt so Löwen und Sachen. So, das haben wir erledigt. Aha, wer bist du denn? Another piece of the tool. I should return to Vitruvius before the Romans make an example of Daddy. Ja, das glaube ich eine gute Sache. So, da unten sind nur Pferde. Okay, gut, dann kann ich hier noch ein paar Löwen freilassen oder sowas. Ja, okay, schon daneben erstmal. Hab ich ihn nicht erledigt gerade? Ich meine, alles klar. Hab ich ihn gerade erledigt oder nicht? Oder ist er jetzt weggerannt? Ich weiß, ich habe voll die Killer-Attacke hier gestartet. Ah, auch eine Idee. So, den haben wir auf jeden Fall geplündert.
Unten ist noch ein Käfig, glaube ich. Hier können wir uns erstmal Pfeile holen. Munition voll, alles klar. Tatsächlich, die überleben das unter Umständen. Ja, und dann durfte hier also noch einer irgendwo rumrennen. Den ich auch nicht erwischt habe. Deswegen habe ich ja auch kein Pelz bekommen. Alles klar. Mal, jetzt rennt er wieder. Okay, gut. Also, die sind entkommen. Kann man nichts machen. Dann lassen wir schon noch die Zivilisten frei und dann war's das für heute, ne? Achso, da oben, das sind Pfeile. Und hier fliegen die Geier rum. Irgendwas Blaues habe ich hier noch übersehen, scheinbar. Hilft den Zivilisten, ja. Allen, die ich noch nicht angezündet habe. So, wo ist denn hier das blaue Dings? Ach, hier. War es nicht die Quest? Ich dachte, hier wäre die Quest, die ich mir angeguckt habe. Ja, genau. Alles klar. Das haben wir abgehakt. Dann war es das für heute, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.